hallo nochmal auch von meiner Seite. Wir wollen erstmal hier an dieser Stelle einmal Danke sagen, dass wir hier auf der Bühne stehen dürfen. Das hat uns natürlich tierisch gefreut, hier eingeladen zu sein. Danke hier an dieser Stelle an Robert und sein CXI-Team. Wir haben schon vor 3 Jahren, sollten wir eigentlich hier auf der Bühne stehen, da ist dann leider unser Kunde kurzfristig abgesprungen. Und ich würde sagen, wir freuen uns alle irgendwie riesig, dass jetzt endlich mal wieder nach 2 Jahren Pandemie hier diese Veranstaltung stattfindet und hier so viele tolle Leute sind. Das ist für uns das immer hier ein bisschen wie Klassentreffen, weil ganz viele unserer ehemaligen Mitstudenten hier sind und Freunde und natürlich unser Team. ja, genau. Und da ich irgendwie bis gestern noch Corona hatte und mich gestern erst freitesten konnte, bin ich eigentlich auch gar nicht hier vorgesehen und werde nur zwischendurch hin und wieder mal dazwischen grätschen, wenn Henning hier. Ja, Alice, grätschen erzählt. Sind gefürchtet. Von daher, wir sind gespannt, was passiert. Ja, wir haben uns das so überlegt, wir werden am Anfang mit Tien einsteigen und der wird ein bisschen was erzählen über die wunderbare Welt des E-Sports, Mausports euch vorstellen. Wir sind gerade schon vorgestellt worden, wir sind Ellie und Henning und Gründer von Eiger Design in Hamburg. Wir sind eine kleine, aber sehr schlagkräftige Branding-Agentur. So sieht unser Team aus, kleine Gruppe und so hört es sich an. Sehr gut, das war laut genug, habt ihr gut. Und wir legen da auch großen Wert darauf zu betonen, dass wir nicht das große Wachstumsziel vor uns haben, dass wir nicht zu den größten Agenturen Deutschlands und den besten Designagenturen gehören wollen, sondern dass wir immer halt nah am Kunden sein wollen. Und wir arbeiten für ganz unterschiedliche Kunden. Nur ganz kurz einen Kundenchart, um zu zeigen, also es ist wirklich so ein bisschen unser Anspruch, international zu arbeiten, für große Konzerne, aber auch noch immer für Startups, weil die Spannung liegt natürlich daran, für ganz unterschiedliche Aufgabenstellungen unterschiedliche Lösungen zu finden. Und das ist das Tolle an unserem Job, dass wir ständig lernen dürfen und müssen und dieses Wissen in das nächste Projekt mittragen können. Und auch in dem Projekt mit Mausport haben wir wieder ganz viel gelernt, weil, um ehrlich zu sein, als die Anfrage reinkam, waren wir erstmal so, wow, E-Sports, super. Tolles Thema. Gänsehaut, ja. Und dann habe ich, also dieses Pong-Bild gerade eben war nicht umsonst da, ich bin Jahrgang 72, das ist das Jahr, in dem Atari Pong rausgebracht hat. Und wir sind tatsächlich damit groß geworden, haben dann mal so in der Agentur rumgefragt, was versteht ihr denn unter E-Sports? Und die kannten sich natürlich da auch eine ganze Ecke besser aus. Aber auch in diesem Projekt ging es erstmal für uns damit los, wirklich zu lernen, was bedeutet das denn, was macht man, wie funktioniert eine Marke im E-Sports? Und es ist ganz gut, wenn Tien gleich mal so ein bisschen reinholt und wir würden dann im zweiten Teil zeigen, wie das Branding sich dann quasi auf Basis dessen, was wir gelernt haben, entwickelt hat. Ja. Bitte schön. Ich gehe mal zum Laptop. Danke für die Einführung, Henning. Also E-Sports, vorab, bevor ich jetzt hier anfange, sehr weit auszuholen, würde ich gerne wissen, wie viele hier im Raum wirklich schon mal E-Sports vielleicht konsumiert haben. Vielleicht so ein kleines Handzeichen hoch. Okay, schon recht viele. Das waren also jetzt ungefähr 4 Hände oder so. Nee, da hinten waren schon eine ganze Gruppe. Also E-Sports ist kurz für Electronic Sports. Wird auch zusammengeschrieben ohne Bindestrich und auch das S nicht groß geschrieben, wie gerne in Deutschland. Weil bei E-Mail schreibt man ja auch das M nicht groß. Und hier rechts auf dem Bild, das ist gar nicht so weit weg von hier, ist ungefähr 1 Stunde entfernt, glaube ich. Das ist die Lanxess Arena in Köln. Wird auch sehr gern The Cathedral of CSGO genannt, wegen der Nähe zum Dom. Und das findet jedes Jahr statt hier in Deutschland, also gar nicht so weit entfernt von uns. Genau, E-Sports ist ein Oberbegriff für allen möglichen Wettbewerb, der Videospiele involviert. Und da gibt es umgerechnet um die 3 Milliarden Gamer weltweit. Das jetzt bezieht natürlich auch Mobile Games ein, oder andere kleinere Spiele, also fast die Hälfte der Weltbevölkerung, also ist ein Riesenthema eigentlich. Und einer der bekannteren Gamer, wissen wahrscheinlich die meisten nicht, ist Neymar. Ihr seht ja hier links, hat er da gerade in der französischen Liga 3 Tore geschossen. Und da seht ihr auch links unten den Matchball, den er bekommen hat, unterschrieben von seinen Teamkollegen. Und das Erste, was er macht, ist nach Hause gehen und zu zocken mit einem Glas Wein. In der Mitte seht ihr ihn mit einem Trikot vom brasilianischen CSGO-Team. Also
in Brasilien ist CSGO wie Fußball im normalen Sport. Also CSGO ist mit Abstand die Nummer 1 E-Sports-Titel in Brasilien. Und diesen Herbst findet sogar die erste Weltmeisterschaft sozusagen statt in CSGO. Und da waren die Tickets, also die haben eine Arena nur gemietet von 20.000 Plätzen. Das war innerhalb von 2-3 Minuten alles weg. Und da läuft gerade eine Kampagne auch auf Twitter mit Persönlichkeiten und Spielern, dass sie da gerne ein Fußballstadion mieten würden für 70.000 Leute, weil die das locker voll machen würden. Und ja, sogar Arenen, die Betreiber von diesen Arenen haben sich sogar da involviert, weil die halt sehen, was für ein Riesenmarkt das ist. Ne? Und also auch die Stadt Rio hat schon gesagt, wir machen da jetzt Fanfeste, wie bei der WM, weil die halt so einen Andrang erwarten in Brasilien. Ganz rechts hat er sogar die Jungs mal eingeladen zum PSG-Spiel. Also das ist Neymar, ein Fußballspieler vom PSG, wer ihn nicht kennt. Und rechts kommt jetzt ein kleines Video, da hat er ein Tor geschossen und hat dann die Jungs gesucht und hat dann eine Celebration gemacht, die halt aus dem Spiel kommt. Also nicht aus dem Spiel, aber so eine Waffenbewegung ist halt ein Waffenspiel. Das spiele ich mal kurz ab. Ist tatsächlich eine gelbe Karte in Deutschland, in der Bundesliga, anscheinend nicht in Frankreich. Und von diesen 3 Milliarden Gamern rechnet man mit ungefähr 490 Millionen E-Sports-Zuschauern, also 490 Millionen Menschen, die E-Sports mal konsumiert haben. Und davon nochmal 240 Millionen, die mindestens einmal im Monat E-Sports konsumieren. Also es ist eine wahnsinnige Nummer. Ich will euch jetzt auch nicht nerven mit Nummern, da können wir nochmal 2 Stunden drüber reden, wie viel wir da jetzt vielleicht verdienen würden, etc. Ich habe euch jetzt mal ein Video mitgebracht. Einige von euch kennen bestimmt auch League of Legends. Da fand letztes Jahr die Weltmeisterschaft statt in Island. Also es ist 2 Uhr morgens in China und ein chinesisches Team hat tatsächlich da gewonnen. Und das sind die Jubelbilder, nachdem das chinesische Team gewonnen hat. Also das ist die stehen in China und gucken eine Übertragung aus Island, mitten in der Nacht. Genau, also es war 3 Uhr morgens. Also sowas sieht man, glaube ich, in Deutschland nur, wenn Deutschland mal wieder Fußball-Weltmeister wird. Aber es ist gar nicht so weit entfernt von uns. Also natürlich in China, Korea ist es nochmal ein Tick größer, würde ich sagen. Aber hier zum Beispiel, das war jetzt in 2015, glaube ich, das Finale von League of Legends war in Berlin. Das ist die Mercedes-Benz Arena. Und also da wurde auch nicht der Oberrang irgendwie zugemacht. Wenn ihr links oben guckt, der ist auch komplett voll. Also ist auch ein Phänomen in Deutschland, das war 2015. Also ist nochmal extrem gewachsen seitdem auch. Auch in Amerika, New York, wenn ihr da oben guckt, das ist der Madison Square Garden, ein Tempel des Basketballs. Und in dem Sinne war das sehr, sehr gut für den E-Sports, weil da auch viele NBA-Teams waren und das gesehen haben und sich einfach nicht vorstellen konnten, dass eine andere Sportart diese Arena so krass füllen kann. Und da sind auch viele NBA-Teams auch mit eingesprungen. Also Golden State Warriors haben jetzt zum Beispiel die Guardians, die haben ihr eigenes Team. Genau. Dann aber auch hier wieder in China, Peking, das Vogelnest-Stadion, Olympiastadion. Die hätten wahrscheinlich die ganze Arena öffnen können, aber wegen der Produktion da mit den Bühnen und sowas passt das, glaube ich, nicht so. Aber da waren 40.000 Zuschauer. Und hier nochmal in Paris, das war 2019, glaube ich, da war wieder die Weltmeisterschaft in Europa. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass es wie beim Fußball ist. Es findet jedes Jahr statt, nicht alle 4 Jahre, aber die wechseln immer den Kontinent. Also dieses Jahr ist es zum Beispiel in Amerika, also nicht nur Nordamerika, wie wir das uns vorstellen, sondern auch Mexiko und Kanada. Und hier in Paris zum Beispiel, das ist die Arco Hotels Arena und da passen, glaube ich, 20.000 rein. Aber der Betreiber hat in der Pressemitteilung angegeben, dass über 600.000 Zugriffe auf der Webseite waren, als die Tickets live gegangen sind. Und die einzige vergleichbare Veranstaltung, die so einen Zulauf hatte, war die K-Pop-Band BTS. Also schon sehr, sehr
massiv. E-Sports ist aber nicht, wie gerne in Deutschland gesehen, nur FIFA. Also E-Sports kann man auch ein bisschen so wie die Olympiade vergleichen, es ist nur ein Oberbegriff. Es gibt verschiedene Disziplinen. Es gibt jetzt nicht einen Pro-Spieler, der jetzt in zwei Spielen zum Beispiel gut wäre, weil meistens sind es auch Teamspiele, da kannst du das halt nicht vereinbaren, dass du mit dem einen Team an dem Tag trainierst und am anderen Tag mit dem anderen Team. Und es gibt so verschiedene Klassen, wie man im E-Sports halt die Spiele sieht. Ne? Also Fortnite ist ja auch, wird ja auch sehr gern plakatiert als E-Sport, das ist hier nur an dritter Stelle sozusagen. Und das basiert halt darauf, wie viel Preisgeld da ist zum Beispiel oder auch wie viele Zuschauer im Durchschnitt sind, nicht nur bei einem Event. Und FIFA ist zum Beispiel gar nicht drauf. Also FIFA ist in der E-Sports-Welt, kann man fast sagen, kein E-Sport. Weil der Gedanke hinter E-Sports ist auch, dass jeder irgendwie da nach oben kommen kann. Und ja, EA macht das halt mit diesem Ultimate-Team, das kennen hier bestimmt viele. Da reden wir von 10.000 Euro Investment in Karten, bevor man überhaupt ein Team hat, um sich irgendwie zu qualifizieren. Und genau, an erster Stelle sind halt Dota 2 zum Beispiel. Da reden wir von einem Preisgeld von 40 Millionen Euro. Oder Dollar, Dollar. Ein bisschen weniger. Nur Dollar. Nur Dollar. Also, dann League of Legends, was das meistgespielteste Spiel ist auf der Welt. Und Counter-Strike. Und Counter-Strike liegt uns natürlich sehr am Herzen. Das ist unser Spiel, unser erstes Spiel, was wir seit 20 Jahren betreiben. Und ich habe euch mal so einen Clip mitgebracht. Einmal in Englisch und auch einmal in Deutsch. Ich erkläre euch kurz, wie Counter-Strike funktioniert. Also es ist ein 5 gegen 5 Spiel. Es ist ein rundenbasiertes Spiel. Das heißt, wenn man einmal eliminiert wird, muss man warten bis zur nächsten Runde. Und wer zuerst die anderen 5 eliminiert hat oder diese Bombe entschärft, also da involviert auch ein bisschen mit der Bombe, genau, gewinnt das Spiel. Und in der Situation, das ist ein sehr legendärer Spielzug von uns, da sind schon 3 von uns eliminiert worden. Also es ist 2 gegen 5. Und wir spielen da gerade auch im Barclays Center in Brooklyn, wo die Brooklyn Nets spielen. Und das war das Finale. Und es stand, glaube ich, 14-9. Und in dem Moment, wo er gewinnt, stehen wir 15 und dann fehlt uns noch eine Runde, um die Meisterschaft zu holen. Ich spiele das mal für euch ab. To try and hold off the rotation. Oscar's gone. Chris is an op still in the picture. Op still very much in the round. Oh, Chris! He's found 3. It's down to a 2-on-2. Chris, can he close this with an ace? Oh my God! Chris, the Wolf of Wall Street, gets an ace and it's championship point Mouse Sports. Und zwar Richtung A. So, gibt das Backup. Oh, schöne Shell-Down auch von Chris J. Was, Chris J? Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Nein, Chris! Nein, was? Was ein Ace? Junge, was ist los mit dir? Das Ergebnis war dann letztendlich dieses. Also wir haben den Pokal gewonnen. ESL One New York war das, 2018. Aber das sah natürlich nicht immer so pompös aus. Also als Mouseboards gegründet wurde in 2002 in Berlin, sah es eher so aus. Da werden auch mal diese 20 Jahre deutlich, die jetzt beim Fußball vielleicht nicht so lang sind, aber beim E-Sport schon. Also hier sind ja wahrscheinlich ein paar Gamer dabei, also die Stühle gehen natürlich gar nicht. Genau, und auch damals, Preisgelder sahen auch nicht so gut aus, also 10.000 Euro. Da hat man sich auch über so ein Headset gefreut, ich glaube, Sennheiser. Genau. Und dann, Maus hat dann irgendwann auch ein Büro aufgemacht hier in Köln, wegen der ESL, also eine Liga, die aus Deutschland kam und sehr viele Turniere veranstaltet hat. Und in 2018 sind wir komplett nach Hamburg gezogen, um uns nochmal so neu zu formatieren. Was dann auch, glaube ich, später ein bisschen wichtig ist für das Rebranding. Mhm. Wir waren sehr, sehr erfolgreich in dem vorher, also Counter-Strike gab es jetzt 3, 4 verschiedene Versionen, also das war so die bekannteste, so 1.6, bevor jetzt die neueste Version rauskam. Und von 20 möglichen deutschen Meisterschaften haben wir 14 Stück gewonnen. Ich glaube, von 2008 bis 2012 haben wir nicht eine Meisterschaft verloren. Also wir sind vergleichbar vielleicht mit dem FC Bayern München im Fußball. Und ich glaube, insgesamt sind wir jetzt bei über 35 deutschen Titeln. Tatsächlich spielen wir gar nicht mehr um die deutsche Meisterschaft jetzt, weil wir irgendwann gemerkt haben, okay, die Talente gehen uns aus in Deutschland. Wir wollen international werden, also haben wir jetzt auch internationale Spieler.
und haben in der Zeit auch sehr, sehr viele Erfolge eingefahren. Wir haben natürlich nicht nur League of Legends, also wie ich euch schon gesagt habe, E-Sports hat viele verschiedene Spiele. CSGO. Das ist jetzt zum Beispiel League of Legends. Da sind wir auch Rekordmeister in Deutschland, haben die meisten Titel auch in dem Spiel geholt. Worauf wir auch sehr, sehr stolz sind, sind, dass wir 2, 3 Spieler hatten, die über 10 Jahre jetzt bei uns sind. Also teilweise sind Spieler bei Teams 1, 2 Jahre. Und wir haben jetzt zum Beispiel noch einen Spieler, der geht gerade auf sein 11. Jahr zu. Und das ist schon sehr, sehr, sehr selten im E-Sports. Also wir halten was davon, langfristig mit Leuten auch zu arbeiten. Und in dem Sinne ist unsere Strategie zurzeit auch so, dass wir Talente fördern wollen. Tatsächlich haben wir da wieder mal ein deutsches Talent gefördert. Es gibt mittlerweile in Counter-Strike eine Akademie-Liga, also eine Nachwuchsliga. Wir spielen gerade die 4. Saison und die ersten 3 Saisons haben wir gewonnen, mit Abstand. Und mittlerweile, also da haben sie, glaube ich, die 1. Trophäe gewonnen, weil altes Logo noch. Und mittlerweile sind 3 von diesem Team tatsächlich auch im Hauptteam von uns. Also wir haben die befördert für ihre gute Leistung und haben jetzt auch so ein bisschen den Weg, den Talenten gezeigt, wie man ins Hauptteam kommen kann. Kommen wir zum Logo. Das Logo wurde 20 Jahre nicht angefasst, tatsächlich. Ich persönlich wusste nie, dass da wirklich eine Maus drin ist. Der ein oder andere kennt vielleicht Reddit, da kamen dann solche Zeichnungen raus, dass irgendjemand meint, nach 3 Jahren hat er eigentlich gemerkt, dass da irgendwie eine Maus drin ist. Aber viele haben da zum Beispiel einen Hai oder einen Delfin gesehen. Es könnte auch ein Spaceship sein oder auch eine Computermaus. Aber natürlich 20 Jahre das gleiche Logo immer zu sehen, brennt sich ein. Ne? Die zweite Problematik, die wir natürlich auch hatten, ist horizontal. Ne? Ja. Sehr horizontal und die Realität ist ja, dass wir nicht mehr auf solchen Röhrenmonitoren alles konsumieren, sondern auf Handys, auf kleineren Displays. Und da hatten wir auch immer das Problem als Firma, dass das Logo sich nicht wirklich abhebt oder man sogar das gar nicht mehr erkennt. Auch mit Turnierveranstaltern hatten wir immer sehr viele Probleme. Aber jetzt würde ich gerne an Henning auch wieder übergeben. Ja, kann es vielleicht besser erläutern. Das Logo ist noch ein wichtiges Thema in diesem Vortrag, weil also am Ende des Tages ging es natürlich nicht darum, jetzt nur das Logo neu zu machen, aber tatsächlich hängt an diesem Logo auch die meiste Emotion. Das war auch aus diesem ersten Teil und dem, was wir in der Strategiephase mit Mouseports gemacht haben, die wichtigste Erkenntnis, dass das halt einfach so ein unglaublich großer Markt ist und dass das auch ein sehr emotionaler Markt ist. Und wenn man, wie wir gerade gehört haben, 20 Jahre Markt ist, dann ist da natürlich eine immense Fanbase dahinter und alles, was man da so anfasst in so einem Branding, selbst wenn es so ein Logo ist, ne, dann wird das nicht unbedingt gutiert. Und für uns war wichtig, mit den Leuten von Mouseports halt da auch einen flexiblen und schnellen Designprozess zu finden. Und für uns hat sich das in den letzten Jahren immer mehr verdichtet, dass es eigentlich die wichtigste Phase im Designprozess ist, diese Anfangsphase, wenn alle sich jetzt darauf committed haben, es gibt eine Veränderung, wir haben diesen neuen Job als Designer und es gibt ganz viel Begeisterung für die Aufgabe und in dieser Zeit passieren eigentlich die besten Ideen, da kommt viel aus dem Bauch raus und deswegen haben wir auch versucht, das alles möglichst kompakt zu halten. Nicht nur dem geschuldet, dass wir Corona-Zeit hatten. Wir sind also durch einen recht zügigen Prozess gegangen, wo wir mit dem Kunden zusammen sehr tief eingetaucht sind in das ganze Thema, das letztendlich gelernt haben, was wir hier gerade mal so in 10 Minuten gehört haben und noch weit mehr darüber hinaus. Und da in dieser Phase aber auch schon parallel mehr oder weniger Exploration gemacht haben, das heißt in die Workshops und die Abstimmung mit den Jungs dann auch Designansätze und auch Positionierungsansätze mitgebracht haben und da Ping-Pong gespielt haben, mehr oder weniger, um schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Und wir haben uns auch gleich mit denen committed und gesagt, wir machen das nicht digital. Es geht hier um was sehr Emotionales und deswegen wollen wir beisammen sein. Und letztendlich hat uns da so ein bisschen Corona reingegritscht, weil das, was ich jetzt gerade so blumig erzähle, ne, Begeisterung, erster Workshop, Kickoff, sah dann in der Realität so aus. Da hatte einer von Mouseports am Morgen einen positiven Test. Wir haben uns dann alle nicht mehr getraut, gemeinsam ins Büro zu gehen und haben dann den kompletten Workshop auf den Terrassenbereich verlegt bei 5 Grad. Vielleicht war das auch noch mal so ein bisschen so ein Schub, so ein Motor, schneller durch die Strategiephase zu gehen. Und wir haben uns
im ersten Step natürlich nochmal angeguckt, wo kommen die eigentlich her, wer sind die? Das Logo haben wir gerade schon gesehen und da werde ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Der Kunde steht da ja noch und die finden das nach wie vor auch immer noch aufgeladen. Ne? Das ist immer noch das alte Mouseboards-Logo, aber wir fanden es natürlich ganz unerträglich schlimm. Wie gesagt, da und müssen man wir muss auch vielleicht dazu sagen, die Ansage war, bitte das Logo nicht verändern. Das Logo ist heilig, wird nicht angefasst. Ja genau, wie das in dem Projekt, was du gerade... Das ist bis jetzt noch gar nicht gesagt worden, aber das war natürlich so am Anfang die größte Challenge. Naja, es gab aber halt auch noch andere Ansatzpunkte, wenn ihr da drauf guckt, ne, mit geschultem Auge sieht man schnell, da sind halt auch noch Sponsoren im Spiel und so, die nehmen auch sehr viel Aufmerksamkeit und hier gibt es auch die Notwendigkeit, mit Artwork was zu machen. Also wo ist eigentlich E-Sports dann an den Touchpoints aktiv? Ne? Es gibt Merchandising, es gibt ganz viel im digitalen Raum, aber gar nicht so sehr auf der Website, die sehen wir hier in der Mitte. Die benutzen sie eher wie eine PowerPoint-Präsentation, um neue Sponsoren anzusprechen und um Zahlen rauszuhauen. Ne? Das, was Tian auch gerade gemacht hat, so ne, Preisgelder, Ergebnisse und so, Zahlen sind ganz wichtig. Artwork, um halt auch verschiedene Merchandising-Produkte zu branden. Da sieht man, dass es in der Vergangenheit so eine Art Splatter-Konzept gegeben hat, mit Blutspritzern und so. Nach dem, was wir gerade gesehen haben, verstehen wir auch, wo das herkommt. Also, aber es gab auch andere Medien und vor allen Dingen die Jersey-Frage, mal, wie kriegt man das alles zusammen? Ne? Also da hat nicht so richtig... Das ist kein so richtiges Zusammenspiel gegeben und im digitalen Raum ist natürlich ganz wichtig das Thema Social Media und sogar Ingame-Artikel. Ne? Heutzutage kannst du dir für die Anwendung im Spiel Gerätschaften kaufen oder Sticker heißt das, ne? Ja genau, es gibt halt bei Counter-Strike Gen-Sticker, die können bis zu 1.000, 2.000 Euro gehen, also was heutzutage als NFT verkauft wird, gab es schon bei Counter-Strike vorher. Genau, das ist halt auch ein wichtiger Punkt für uns auch gewesen, ne, dass wir da etwas erschaffen, was wir auch verkaufen können, weil am Ende des Tages geht da ein Erlös auch an uns. Genau, und dieser Sticker, der ist natürlich recht klein und der funktioniert im Spiel, ne, auf der Knarre. Was man da vielleicht ganz gut sieht, ne, dass gerade bei den Jerseys halt die Sponsoren viel wichtiger sind als das Mauslogo und das Mauslogo eigentlich ziemlich untergeht und auch sehr unterschiedlich benutzt wurde, ne, mal zweifarbig, mal einfarbig, mal... Und durch diese horizontale, durch dieses lange Wort halt einfach schwer zu lesen war in kleinen Darstellungen. Und dann gibt es natürlich die Veranstaltung. Ne? Das ist der Moment der Wahrheit. Da sitzen dann halt, wie wir gerade gesehen haben, unglaublich viele tausend Leute. Und auch da muss natürlich die Marke dann eine gewisse Kraft haben. Und es ist auch klar, dass das eigentlich dann halt die Veranstaltung der Liga ist, also eines anderen Veranstalters und wir mit unserem Branding da reinkommen und versuchen müssen dann halt vor Ort möglichst viel Impact zu haben, zum Beispiel auf dem Jersey oder halt über die Darstellung des Logos oder der Farbe. Wenn man sich den Wettbewerb mal anguckt, dann könnte ich eigentlich einen komplett eigenen Vortrag hier auch 2 Stunden halten. Es ist total spannend, also ich kann das nur empfehlen, mal so zu gucken, was es so für E-Sports-Mannschaften gibt. Ich glaube, die Hälfte von denen, die jetzt hier auf diesen Chart sind aus unserem Prozess, die haben mittlerweile auch schon rebranded, da passiert unglaublich viel. Da wird auch in der Szene viel drüber geredet, wer so rebranded hat und wer nicht. Und habt ihr das Mouseboard-Logo schon gefunden hier? Ganz recht. Geht so ein bisschen. Man merkt, also das ging auch, obwohl es rot ist und auch da echt großgezogen ist, geht das in so einer Masse unter. Rein strategisch ist hier festzustellen, viele von diesen Marken, die bedienen sich so archetypischen Positionierungen und spielen mit Mythologie oder mit Martial Arts oder mit so einem College-Style, NBA, NFL, logomäßig. Dann gibt es ein paar, die sind natürlich auch von größeren Firmen geowned oder von größeren Marken geowned und das hat dann auch nochmal eine Auswirkung. Und das war für uns eine ganz wichtige Erkenntnis, da dann halt auch im Workshop mit Maus drüber zu sprechen und zu sagen, so, wie seid ihr denn so draußen, was so macht man in so einer Strategie, was habt ihr so für einen Markencharakter? Und am Ende des Tages, ich kürze es ab, das war in allem, was wir besprochen haben, es war eigentlich der Kern dessen, was sie sich gewünscht haben. Also wir wollen die Idee der Maus in die neue Zeit führen, aber es gibt keine Geschichte für jetzt über die Maus, da gibt es keine Erzählung oder sowas, es gibt keine Mythologie und das, was wir hier machen, ist Leistungssport, High Performance und wir wollen jedem die Möglichkeit geben, in unserem Spiel an die Spitze zu steigen und als Extrakt aus dem Strategiedeck zeige ich mal die Kernwerte, die wir da rausgearbeitet haben, beziehungsweise die dann am Ende stehen geblieben sind.
We are Maus, aka Mausports, a high-performance esports club headquartered in Hamburg, built to shape sustainable esports industry, where anybody can rise to the top. We compete to succeed. Das ist so ein bisschen wie eine Rick Rubin-Platte. Ich weiß nicht, wer kennt ihr den Producer, der macht so alles weg, was nicht zu der Musik gehört und macht dann so eine ganz klare und eingängige Produktion daraus. Und für mich war das im Strategieprozess ähnlich. Hier geht es um Performance. Die wollen einfach nur gewinnen. We compete to succeed. Da gibt es keine Geschichte darüber hinaus. Müssen wir jetzt was erfinden? Oder können wir das auch wirklich im Branding so zum Ausdruck bringen, dass man auch nur das sieht und es trotzdem kraftvoll ist und differenziert vom Rest des Wettbewerbs? Wir waren der Meinung, ja, und sind den Weg weitergegangen. Also hier steht jetzt Performance, weil sie gewinnen wollen. Independence, weil sie unabhängig sind von großen anderen Netzwerken bzw. von großen Firmen, kein weiterer Einfluss von Investoren. Sie sind einfach immer schon dabei gewesen und haben deswegen auch viele Sachen verändert in der Szene und im Markt. Und bei denen steht jetzt hier nicht der einzelne Spieler im Fokus, was mitunter auch der Fall sein kann, weil die haben unglaublich viele Follower, die einzelnen, sondern wirklich das Team, weil das Team gewinnt zusammen. Und nur das gemeinsame Teamplay kann zum Erfolg führen. Und für uns haben sich daraus ganz leicht auch Designprinzipien oder Marken-Identity-Prinzipien ableiten lassen. All Design Elements schaut. Also, wir wollen so richtig laut sein. Und bold, self-confident, weil es können sie sein, weil sie unabhängig sind. Und dieses Thema Heritage, das war halt ein großes, das ist das, was im Logo drin steckt. Wie schafft man das jetzt 20 Jahre lang oder ein 20 Jahre altes Zeichen in eine neue Zeit zu transferieren, wenn man das Gefühl hat, das funktioniert überhaupt nicht. Wir können das jetzt nicht redesignen oder so. Ne? Also wir haben gesagt, wir wollen radikal sein und das in die Zukunft tragen und wir wollen vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Teams dargestellt werden, so wie sie sind, authentisch und nicht total überhöht. Da gibt es nämlich auch ganz schreckliche Darstellungen. Und eine ganz von vornherein irgendwie schon bei uns im Bauchgefühl dagewesene Kernempfehlung war, den Markennamen einfach anzupassen auf den Rufnamen, ne? Das war schon immer euer Clan-Tag. Also, ich kenne das bestimmt auch. Man kann nur 12 Zeichen eingeben. Mausboards nimmt dann fast schon alles ein. Deswegen, also Maus war immer das Kürzel für uns. Und ja, was uns auch sehr genervt hat jetzt mit den neueren Generationen ist, dass viele das nicht Mausboards ausgesprochen haben, sondern Maus E-Sports. Wieso Maus-E-Sports. Auch immer. Und ja, deswegen war es ein guter Schritt für uns, denke ich. Genau, so wurde halt aus diesem Rattenschwanz da oben halt ein sehr kompaktes, eine kompakte Wortmarke erstmal. Ihr seht schon, das Rot haben wir dann gesagt, das können wir nicht abschneiden, nicht killen. Das ist halt die Markenfarbe schlechthin immer gewesen. Aber was machen wir jetzt mit dieser Maus? Wenn wir nicht anfangen wollen, so eine Maus ist halt einfach irgendwie schwierig. Ne? Die ist immer niedlich und so tapsi oder keckfrech. Also die ist viel, aber die ist nie cool. Also selbst Deadmaus ist auch nicht so super cool. Wie kriegen wir das hin, ein Zeichen zu schaffen, was halt, wo die mitgehen, ne? Die Fans, Mausboards und wir aber auch. Und wir haben natürlich unglaublich viel Exploration gemacht und haben hier mal so einen Ausschnitt mitgebracht, um euch zu zeigen, welche Richtung das so ging. Also, was kann man damit machen? Also, erstmal war die Entscheidung da, wir wollen nicht mehr diese Profilansicht, wie das da oben noch zu sehen ist. Und dann steckt da plötzlich irgendwie so was Digitales drin, wenn man einen Pixel macht. Das ist ein bisschen oldschool. Aber es ergibt auch so eine Herzform eigentlich. Ne? Das ist ganz schön, weil es hat was mit Emotionen zu tun. Und vielleicht kann man auch noch da hinzufügen, ne? Wir haben halt wirklich von diesen Seitenansichten der Maus, also wir sind sehr spät erst in die Frontalansicht gegangen, weil ja der Wunsch da war, das alte Logo beizubehalten. Also haben wir erst versucht, das alte Logo zu nehmen und zu modernisieren. Also das, was ihr gerade gesehen habt, sind eigentlich schon sozusagen der zweite oder dritte Step. Genau. Und wenn man dann so ein bisschen Not spürt und denkt so, wie kommen da jetzt mit dieser Maus nicht weiter, was macht man dann als Designer? Entweder macht man einen Kreis, weil man nichts weiß, oder man nimmt ein Initial und fängt mit dem Anfangsbuchstaben der Marke rumzufummeln. Das hat uns aber letztendlich erstmal in eher noch eine frustriertere Ecke geführt, weil wir das eigentlich überhaupt nicht gut finden. Aber plötzlich tauchten da so Sachen auf, wo wir gemerkt haben, so, man kann ja dieses das M und den Mäusekopf verheiraten und plötzlich ist der Knoten geplatzt und wir hatten ein Logo.
Und ja, also im Designteam war es dann so, wie das manchmal so ist, wir guckten so drauf, so, hatten wir das jetzt vorher nicht gesehen, das ist ja genial, da steckt ja alles drin. Sports Badge, der Anfangsbuchstabe da oben sitzt, thront wie so eine, wie eine Krone da oben drauf. Dieser Mäusekopf ist so schön reduziert und trotzdem da, manchmal sieht man ihn und manchmal nicht, es ist unglaublich kraftvoll. Und es steckt auch noch dieses Herz da drin. Und so wie hat der Kurt Weidemann immer gesagt, man kann es mit einem Zeh so in den Sand machen und trotzdem erkennt man es noch. Und wir waren unglaublich glücklich, weil es so kraftvoll ist, Performance. Und selten, dass wir in unsere eigenen Entwürfe so verliebt waren wie in denen. Ne? Und da hat der Kunde sich das angeguckt und hat gesagt, das können wir nicht machen. Ja. Ja, vielleicht kleine Anekdote dazu auch. Ich hatte ein Jobinterview zu der Zeit, da wurde es noch gelauncht. Da war, hat sich alles super angehört, ne? Gehalt war gut, alles gut, ne? Dann kamen die an, ja, wir wollen rebranden. Und dann habe ich es mir angeschaut, ich so, nee, das könnt ihr doch nicht machen. Also euch ist der Allerwerteste auf Grundeis gegangen, also weil es halt wirklich ein massiver Schritt war. Das ist ja auch verständlich, ne? 20 Jahre lang das, was wir vorher gesehen haben, ja. Und jetzt dieses neue Zeichen. Und wir haben es dann versucht, mit Hypnose zu lösen. Ja. Als wir das gesehen hatten, fanden wir das dann noch besser. Und glücklicherweise hat der Stefan, der CEO von Mousesports, dann auch gesagt, ja, das, also wir können es ja nochmal ausprobieren, macht mal weiter. Und dann ging es daran, einen Schriftzug zu entwickeln. Ne? Das, was wir da vorher gesehen haben, das war so ein Ansatz. Und das, wie sieht denn jetzt eigentlich die Wortmarke aus? Und wir haben da auch viel rumprobiert. Und auch da jetzt ein Allgemeinplatz und eine Plattitüde noch für euch. Reduced to the max, oder wie sagt man so schön, wir haben halt festgestellt, wenn man halt irgendwie so da jetzt noch versucht, mehr reinzustecken und wir schon dieses tolle Zeichen haben, dann ist das einfach viel zu viel und wir müssen uns auf das Wesentliche minimieren und sind dann bei der Stuff rausgekommen, eine wundervolle Schrift von Art Typography in Lissabon und die sollte dann halt der Backbone von unserer Markenarchitektur bzw. von unserer Typografie werden. Wir haben das so ein bisschen angepasst zusammen mit dem Type Designer und haben das natürlich, also haben die Elemente aus der Bildmarke dann in die Schrift integriert und haben dafür gesorgt, dass dann in der Wortmarke auch die Breiten angepasst sind und hatten dann halt eine schöne Wortbildmarke. Und jetzt sieht man nochmal, also die Firma, die Firmierung ist nach wie vor Mousesports Limited. Das bleibt auch so, der Markenauftritt oder die Marke ist Maus. Und das habe ich vorhin schon kurz gesagt. So Zahlen tauchen immer wieder auf, die müssen immer wieder sagen, wie viel sie an Preisgeldern gewonnen haben. Ne? Und dann gibt es natürlich Rückennummern auf den Jerseys, es gibt Spielergebnisse und dann haben gesagt, okay, wenn die so wichtig sind, dann müssen wir da halt ein besonderes Augenmerk drauf legen und haben angefangen, die Schrift dahingehend auch noch zu modifizieren und haben genau diesen Twist da ein bisschen reingebracht und haben die eckigen Endungen mit dem Winkel, den wir auch im Logo haben, hier mit reingebracht und angefangen rumzuspielen. Und genauso wie ihr es hier seht, ist es eigentlich auch in der Entwicklung schon entstanden. Also wir haben das auch sofort animiert, mehr oder weniger, um gleich auch ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, wie setzen wir das dann im digitalen Raum um und wie funktioniert das im Motion Design. Jetzt hier die Headline-Schrift sozusagen mit den Zahlen zusammen, kann man sagen, wow, das funktioniert schon super, macht sehr eigen. Aber es funktioniert natürlich noch nicht unbedingt perfekt in Social Media, weil wir da oft viel weniger Platz haben und nicht so breit sein können. Und deswegen haben wir auch noch weitere Schriftschnitte dazugenommen und uns so ein Typo-Baukasten im Prinzip gebaut, wie wir halt diese sehr kurzen und sehr schlagkräftigen Sätze, die dann da auftauchen, schön inszenieren können und typografisch aufzeigen können. Da brauchten wir auch noch ein Gestaltungsprinzip. Hier steht jetzt Gaming Iconography, da haben wir uns einfach tatsächlich bei den Spielen bedient und haben reingeguckt, was machen die denn da, worum geht es denn da. Das sind dann so Geschichten wie ein Fadenkreuz oder so eine Lebensuhr und andere Elemente aus den bekannten Spielen. Da kann man sehr schön ein Zeichenset draus bauen, was zum einen natürlich sofort einen Bezug zu dem herstellt, worum es da geht. Gaming und zum anderen auch ein modulares Baukastenprinzip hat, wo wir schön mitspielen können und was wir wiederum dann auch gleich animiert haben, um damit auszuchecken, wie sieht denn das dann aus, wenn es auch diesen Twist kriegt, also diese Bewegung, wie das auch im Spiel stattfinden würde.
Und ich zeige jetzt mal so ein paar Charts, wo wir einfach sehen können, wie das so als Baukastenprinzip funktioniert. Ein weiterer kleines Detail sind natürlich auch noch die Spielerporträts. Ne? Die haben wir halt auch in diesem blau-roten Licht inszeniert, weil vorher war ja, haben sie mit Duplexen gearbeitet und immer wieder den gleichen Posen. Das macht halt auch fast jeder. Ne? Jeder steht so da, wie halt meist auch die Fußballspieler. Und das haben wir halt auch ein bisschen modernisiert. Ja, und wir haben auch einen Bauzaun-Mockup dabei. Ja. Wie so viele. Also das hier ist jetzt ein Plädoyer mal an alle Designer. Wir müssen das abschaffen. Also ich sehe es jetzt gerade selber. Mich nervt es total, glaube ich, fast sogar dasselbe Mockup wie das, was die Vorsprecher auch hatten. Wir dürfen nicht mehr Bauzaun-Mockups machen, wo es keinen Sinn macht. Trotzdem gut. So, ja, toll, also sieht gut aus, ne? Die waren irgendwie so plötzlich alles verglücklich, das funktioniert voll gut im Raum auch, so man kann da richtig Krach mit auf einer Veranstaltung machen und dann kommt der Anruf vom Kunden so, ne? Also wir sind eigentlich schon fertig und er sagt, nee, das ist mit dem Logo, ne? Das ist echt ein Problem. Also jetzt wirklich, die haben wirklich angerufen und gesagt so, nee, wir machen das nicht mit dem Logo. Und das war ziemlich blöder Abend, so, als der Anruf kam und weil wir auch total verzweifelt waren. Wir haben gedacht, so, was können wir jetzt machen? Ne? Jetzt nehmen wir unsere schönen Layouts und pasten überall das da rein. Ja? Ja. Keiner weiß, was es ist. Wir haben dann natürlich, Elli sagt dann immer, jetzt ruft da mal an, sagt, gib dir mal eine richtig eindeutige Empfehlung. Ne? Dann gemacht, ne? Aber hat nichts gebracht. Also wir haben, wie brav wie wir sind, haben wir gesagt, okay, wir wollen das jetzt echt nochmal analytisch angehen und so, was kann man denn jetzt damit machen? Und haben das auseinandergebaut, haben es neu zusammengebracht, haben es aufgeräumt und haben dann wirklich irgendwie uns in so einem Exzess angefangen, Mäuse zu klicken. Das ist nur ein Ausschnitt, ne? Es gibt auch so ein schönes, wie könnt ihr mal auf der Maus-Website gucken, da fährt so eine Kamera an so einer Entwurfswand vorbei, da sieht man dann 1000 Mäuseköpfe. Und die waren alle nicht so gut wie das, was wir schon hatten, ne? Also nee, es war irgendwie, also wir hingen so zwischen den Stühlen, weil auch der Auftraggeber gemerkt hat, dass es das irgendwie nicht ist, ne? Die haben dann angefangen, selber mitzugestalten, ja? Da kam plötzlich die Entwurfsbesprechung von denen und gesagt, so Moment, hier läuft ja jetzt was noch schiefer, also Ja, vor allen Dingen auch dieses, ne, diese, ich habe es immer Piercing genannt, also weil dieses Piercing sollte halt auch beibehalten werden. Wir haben immer gesagt, warum? Was soll das sein? Wir waren an dem Punkt, dass wir das schon guideline-reif hatten. Ne? Also wir hatten dann tatsächlich ein so Ding, wo ich sage, ja, das ist ja ganz cool, ey, das ist jetzt ist das Alte drin, ne? Mit diesem und irgendwie finden wir es gut und wir haben auch gesagt, ja, wir finden es nicht gut. Und dann gab es einen wundervollen Moment, ja, und da kam dann die Begeisterung zurück und das finde ich auch so toll an unserem Job. Also es gibt ja immer so diese Kurvenbewegung in so einem Projekt. Da haben wir uns zusammen mit dem Kunden und auch mit dem CEO, mit dem Stefan, einen alten Entwurf angeguckt von dem Jersey. Das ist das in der Mitte, wo man, ich hoffe, das sieht man hier, das ist ja halt der Mäusekopf dann nochmal hier drunter, so, ne, unter dem Logo. Und man sieht auch, dass die Farbe total kräftig ist und dass das Logo von Maus viel lauter ist als das von dem Sponsor. Und da haben die drauf geguckt und haben gesagt so, hey, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Da fliegt es, haben wir heute, also da fängt es an dann richtig. Und dann haben die gesagt, okay, jetzt ziehen wir es durch. Also letztendlich kam es über das Merchandising und über diese plakative Darstellung auf dem Jersey, dass wir dann ein Approval gekriegt hatten und ein Logo. Genau, dann haben wir angefangen, das auszurollen. Und natürlich sind wir da auch mit einem Digital-First-Ansatz unterwegs. Wir haben bei der Website gibt es ein Feature, dass es man von einem Tag auf einen Nachtmodus wechseln kann. Das heißt, ändert die Farbe und das ist auch so ein bisschen der Twist bei diesem Branding. Da findet zwar viel auf Weiß statt, aber es sieht eigentlich genauso gut aus und hat auch die gleiche Wirkung auf Schwarz. Und bei den Gamern ist das eine besondere Geschichte mit diesem Schwarzmodus, ne? weil viele den nutzen. Ja, wenn man den ganzen Tag vor dem PC sitzt, also 2 Uhr morgens. Euer Chef hat mir das so erklärt. Ja, wir halt nicht einen halt weißen Bildschirm am Gesicht um 2 Uhr morgens. Und es gibt natürlich die Möglichkeit dann auch zu sehen, wer gerade von den Teams spielt oder was als nächste Veranstaltung ansteht, beziehungsweise
wer gerade live ist, online ist und ja genau, es gibt einen großen UX- und UI-Baukasten, wo wir halt auch versucht haben, genau über das, die Anbindung an das CMM, alle diese CMS, alle Gestaltungselemente editierbar zu machen. Das heißt auch diese Grafikelemente und die Zahlen und sowas, die sind da alle drin und die können sich selber ihre Seiten bauen. Aber die Website ist gar nicht so wichtig und das habe ich ja vorhin schon gesagt, damit will Maus ab und zu mal neue Sponsoren finden oder vielleicht die Öffentlichkeit ansprechen. Die Fans, die vielen, 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 vielen Fans, die sind halt auf Social Media unterwegs und da war es wichtig, einen Social Media Baukasten, so ein Toolkit zu entwickeln, wo dann halt das Team beim Kunden dann halt auch richtig gut mitarbeiten kann. So sah das bei uns natürlich gehübscht in der Präsentation aus und da wisst ihr selber, wenn es dann in den Reality-Check geht, dann funktioniert das nicht immer. Aber hier waren wir ganz glücklich. Es gibt hier ein Bild, was definitiv nicht on-brand ist. Seht ihr das? Der Typ vor Gelb, oder? Wer hat das denn gemacht? Das sind dann Memes, oder? Also. Der Rest ist gut, aber das funktioniert ganz gut. Also die, ne, was macht ihr Social Media mäßig? Wie viele Follower habt ihr? Boah, um die 500.000 auf allen Plattformen zusammen. Und da passiert halt auch unheimlich viel. Ne? Zu jedem Spiel wird dann halt ordentlich rausgehauen und da gibt es auch unglaublich viel Feedback. Wir mussten dann nur noch die Guideline zusammen. Es gibt zwei, einmal für die Veranstalter, für die Events, wo der Umgang mit dem Logo erklärt wird und dann gibt es natürlich nochmal eine umfassendere Guideline für den Kunden selber. Und nach einem langen und intensiven Prozess waren wir dann endlich so weit, go live zu gehen und alle waren total gespannt, was würde jetzt passieren. Wir haben uns vorher zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was kommt denn jetzt als Feedback auf dieses Logo aus der Fanbase? Und haben uns dann schon warm angezogen. Also da war alles dabei von Bedrohung über einfach nur Kotz-Emoji, über Flehen, gibt uns das alte Logo zurück. So auch finanzielle, ökonomische Aspekte wurden da genannt. Fuck you, Maus, I was going to buy many of your stickers this year. Why did you ruin your logo? Das... Ja. Dazu also nach dem Motto, schlechte PR ist auch PR. Also wir haben, glaube ich, über 1 Million Impressionen gehabt auf den ersten Post, über 250.000 Video-Views und auch um die 100.000 Reaktionen. Also bei uns ist ja auch das Problem, dass wir verschiedene Generationen abdecken mit Maus, da wir ja schon seit 20 Jahren da sind. Und da haben wir auch ein bisschen gesagt, wir haben so ein bisschen die Mäuse aus den Löchern wieder rausgeholt, die kein Social Media benutzen, die 30-Jährigen, 40-Jährigen. Und ja, ja die Realität ist ja so, wir haben auch sehr hohe Facebook-Engagement-Zahlen. Ich verrate jetzt nicht, wie alt ich bin. Was mich heute nochmal sehr versöhnt hat, war der Umstand, dass auch bei der Telekom-Logo-Fans anrufen und sagen oder sich melden und sagen, gebt uns das alte Logo zurück. Also das war natürlich, ne, wie gesagt, das war so die erste Welle und da kommen dann die, und das waren dann auch mal dieselben, die sich da beschwert haben. Das hat uns wieder zuversichtlich gemacht und dann kamen natürlich auch viele, die gesagt haben, wow, toll, und wir hatten das Gefühl, wir hatten ein gutes Ergebnis, ihr hattet das und wir sind da jetzt auch, genauso wie es die Marke ist und wie das Design ist, sehr selbstbewusst. Man denkt so, dass nach 20 Jahren wird ein Logo einfach nicht mehr besser, wenn es schlecht ist, dann muss man auch mal alte Zöpfe abschneiden und radikal was anders machen. Von den Fans gab es dann nochmal auch viel an Lob und wir haben jetzt zwei Goldnägel beim ADC mitgewonnen. Warum erzähle ich das? Einmal, weil wir uns darüber freuen, aber... Dankeschön. Die Anekdote dahinter ist, dass ich dann René angerufen habe, das ist einer von den Mausbots-Leuten, und gesagt, hey, wir haben zwei Nägel hier, Gold beim ADC gewonnen, wir sind für den Grand Prix nominiert und ist das nicht toll? Und er hat gesagt, ja, das ist richtig toll. Wie viel Preisgeld habt ihr dafür gewonnen? Ich fasse nochmal zusammen.
Ja, danke schön.